Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zu einer weiteren Folge NBA 2K24. Hier in den Playoffs gegen die Portland Trailblazers ist unser nächster Gegner hier. Wir werden natürlich als allererstes auf den Kader der Trailblazers mal raufgucken und sehen hier, dass sie auf jeden Fall den besten Spieler der Serie stellen werden mit Scoot Henderson. Er hat eine 96, er ist noch in seiner Prime, ist aber auch 34, allgemein die Trailblazers. Das Window, dass sie wirklich einen Titel holen können, wird immer kleiner und kleiner. Das ist vielleicht eins der letzten Jahre hier mit Jesse Turner, mit Cameron Thomas, mit Mika Aita und eben mit Scoot Henderson. Auch Dudley und Marshall, die danach kommen, oder Hopkins, sind alle ein bisschen älter. Das ist eine super erfahrene, gute Mannschaft. Ich meine, Scoot Henderson, der wurde, wenn ich mich nicht täusche, auch schon ein-, zweimal MVP. Genau einmal im Jahr 2035, ist also auch gar nicht so lange her. Titel konnte er bisher nicht holen mit den Trailblazers. Wir haben dann ja auch noch unter anderem hier Cam Thomas, der früher mal bei uns gezockt hat, auch wenn nicht allzu lange hier, zwischen dem Jahr 33, 34 so. Da war er kurz mal bei uns und seitdem jetzt hier bei den Portland Trailblazers spielt er eine gute Rolle. Scored auch nahezu jedes Jahr seine 20 Punkte. Dieses Jahr mal einen Ticken niedriger gescored. Aber das ist halt eine brutale Truppe. Ihr merkt ja hier schon, Dreier shooten können die alle. Die können alle Dreier shooten. Das ist brutal. Der Center oder die möglichen Center haben jeweils B- in Sachen Dreiern. Da sind sie nicht ganz so gefährlich. Aber das wird keine einfache Aufgabe gegen die Trailblazers. Trotz allem würde ich ins erste Match gehen ohne spezifische Adjustments. Erstmal gucken, wie wird es im ersten Game und dann schauen wir mal, was für Adjustments ich vornehmen werde. Es ist das Duell Monty Williams gegen Rick Carlisle. Wenn man hier mal guckt, beide Teams haben natürlich ihre Stärken. Vertikalität ist die Schwäche bei den Trailblazers, bei uns sind es ein bisschen die Dunks. Ansonsten die Stärken der Trailblazers mit Steals, Defense IQ, Korbleger, Dreier und Midrange. Also gerade halt Shooting richtig gut, ne, alles was mit Offensive da zu tun hat. Aber die Defense IQ ist auch sehr interessant. Müssen wir mal schauen. Matchup-Bericht, da sind wir angeblich Favorit, das dürfte aber nur leicht sein. Voraussichtliche Aufstellungen. Opala, einfach mal meinen Mülleimer da getreten. Auf jeden Fall haben wir bei uns Shelton, Pennington, Baxter, Noelika, Mario Wilson und Mensa gegen Henderson, Thomas, Aita, Dudley und Peters. Und warum hat Pennington nur eine 72? Was geht denn da ab? Oh. Überdehnung der linken Schulter. Ah. Das heißt, der wird in Game 1 nicht mit dabei sein. Wir gehen erstmal vor. Nee. Nee, da müssen wir ihn rausnehmen. Auf jeden Fall müssen wir ihn rausnehmen. Okay. Das ist natürlich bitter. Sind aber auch nicht ganz die Minuten, wie ich es hatte. Das ist nicht die Minutenverteilung, wie ich sie hatte. Das ist Bullshit. Na gut. Auf jeden Fall werde ich hier gleich mal kurz cutten und kurz die Minuten verteilen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, dann hier einmal der Rotationsplan. Shelton 24 Minuten, Murphy 31 Minuten. Baxter Noelika muss viel Verantwortung nehmen mit 40 Minuten, die er kriegt. Wilson 35, Mensa 34, den gebe ich auch nochmal ein bisschen mehr Verantwortung. Harrison 24 Minuten und er soll das Game auch beenden. Also er darf dann am Ende mit dabei sein. Dann haben wir Boston Jr., der 17 Minuten kriegt. Adams 14 Minuten, Chevion 14 Minuten. Ich gebe auch Draymond Looney mal ein paar Minuten mit 7. Der darf sich also auch zeigen. Und wir gucken mal, gehen jetzt rein ins Duell gegen die Trailblazers, Runde 2 der Playoffs gegen Scoot Henderson, Cam Thomas, Mika Aita, Daryl Dudley und Clint Peters. Bei uns Shelton Murphy, Baxter Noelika, Mario Wilson und Stevie Mensa. Gehen wir gleich rein und gucken mal, wie wir uns hier so anstellen werden. Das wird sehr, sehr interessant, gerade natürlich, ob wir Scoot Henderson irgendwie stoppen können. Ich nehme noch einen schnellen Schluck Wasser. Tip-off ging auf jeden Fall an die Trailblazers. Mein Timing, Wasser zu nehmen, war auch perfekt. Hätte ich eigentlich während dem Erstellen des Plans machen können. Na gut, erste zwei Punkte sind geschenkt. Und jetzt hier Shelton. Wilson stellt den Screen. Wilson's Screen war überragend. Und ui, erstes Foul direkt, okay. Dudley holt sich ein schnelles Foul ab gegen Shelton. Gucken wir mal. Shelton macht den rein, stark. Macht er auch den zweiten, ist die Frage. Macht er, sehr gut. Shelton liefert auf jeden Fall. Jetzt haben wir Scoot Henderson. Scoot Henderson, die Nummer 0-0 hier. Gegen Shelton. Oh, Shelton, starke Hände.
Aber Trailblazers Ballbesitz. Trotz allem Shelton, wenn er da wirklich rangeht zum Steal, ist er da immer wieder dran. Bitter für uns natürlich, dass wir ohne George Penton klarkommen müssen, muss man auch sagen. Ohne GP. Ja, diesmal habe ich mal G gesagt. Habt ihr mich ja tausendmal schon drauf hingewiesen. Boah, was für ein Pass von Scoot Henderson. Fake da einfach, dass er da den Wurf nimmt und gibt den dann weiter. Stark. Ganz starker Fake. Mensa mit dem Screen, ne? Scoot gibt den ab. Mensa. Baxter Nwelika kann sich da durchsetzen und der Reverse Dunk. Hat er ja Gliedmaßen, die lang genug sind. Macht das stark dagegen Mika Aita. Der hat da keinerlei Chance, irgendwie noch ranzukommen. Und jetzt hier Scoot. Boah, fast ins Ausgelaufen. Shelton also sehr nah dran wieder gewesen mit seinen Aktionen. Der ist drinnen, Money. Haben sich schön freilaufen können hier, der Finne. Mit der Nummer 34 bringt er die Travelers wieder in Führung. Ja. Shelton. Mika Aita mit dem Screen. Baxter Nwelika macht ihn rein. Starkes Ding. Gary Baxter Nwelika. Es ist die große Verantwortung für ihn heute, die Minuten, die Pennington normalerweise gegangen wäre, zu übernehmen. In diesem Duell gegen die Trailblazers. Ob er dieser Aufgabe gerecht werden kann, werden wir rausfinden. Henderson. Ist gut. Oh, starke Defense von Shelton hat er gut gemacht. Gary Baxter Nwelika. Der Screen von Stevie Mensa. Der Wurf von Baxter Nwelika, aber der ist nicht drin. Shelton ist schon wieder dran. Macht er nicht rein. Sie holen sich den Rebound. Mensa stört da gut. Stark gestört von Stevie Mensa. Hat er gut gemacht. So muss das sein in solchen Situationen. Einfach so gut es geht, den Gegenspieler irritieren. Weil dann macht er diese Dinger vielleicht eben nicht rein. Ja, Peter ist sehr unsicher bei den Freiwürfen. Nur einen reingemacht. Gary Baxter Nwelika macht ihn rein. Stark. 6 Punkte. 6 Punkte für ihn. Für die Nummer 50. Mika Aita. Ah, versucht da durchzukommen. Gary Baxter Nwelika hat das super verteidigt an sich, auch wenn der Ball dann reingeht. Etwas unglücklich. Stepback. Macht er nicht rein, schade. Hat er das am One-on-One gesucht. Und da ist Shelton schon wieder mit dem Steal. Der Ball auf Gary Baxter Nwelika. Ach, schade. Versucht das da im Fadeaway mit Brett. Klappt nicht ganz. Steal. Versuch von Shelton geht schief. Ist natürlich bei seinem aggressiven Spielstil aber auch normal, dass das nicht immer klappen kann, muss man auch ganz klar sagen. Dudley. Henderson. Peters. Abgegeben den Ball. Camp Thomas. Und da stört Stevie Mensa sehr stark. Shelton. Jetzt hat Shelton den Ball. Oh, das ist ein guter Screen, Double Screen. Shelton. Nee, macht ihn leider nicht. Ist halt nicht der allerbeste Werfer mit Harrison. Wäre das wahrscheinlich was anderes gewesen. Foul von Wilson. Bisschen aufpassen, Jungs. Drittes Teamfoul ist schon etwas früh hier. Für diese Zeit des Games. Peters. Gary Baxter Nwelika verteilt. Dichts. Ja, macht er gut. Macht er gut, Gary Baxter Nwelika. Hat das stark gemacht. Gary Baxter Nwelika gibt den jetzt hier auf Murphy. Murphy jetzt hier.
Es sind ein bisschen schwierig alles. Boah, Murphy. Ja, da war nicht viel zu holen. Das Play war nicht gut gestellt von den Warriors, muss man ganz klar sagen. Scoot Henderson. Money. Machen den Dreier rein. Sehr, sehr direkt zum Korb gespielt und gleich mal das Teil reingemacht. Boah, das ist ein riskanter Pass, aber der geht durch. Aber Gary Baxter Nwelika macht ihn nicht. Kann er das? Ach, der geht nicht, schade. Übernimmt viele Würfe, ist logisch, muss er auch. Und der Stil von Murphy, stark. Gary Baxter Nwelika. Shelton geht da gut vorbei. Der Pass, Kickout, aber das haben sie gut gerochen. Muss man sagen, haben sie gut gemacht. Ach, Wilson. Gary Baxter Nwelika, schönes Play. Oh, come on. Das war eigentlich nicht schlecht. Wieder hier aggressiv von den Warriors. Ui, das war fast Rückspiel. Ja, das ist krass. Sie nutzen das dann halt und sind jetzt 9 Punkte vorne. Da sehen wir Harrison schon draußen auf der Bank sitzen. Boah, Mensahs Pass war stark. Murphy mit seinen ersten Punkten. Einfach schnell zum Korb gegangen und gleich das Ding reingemacht. Gut gemacht hier von Murphy. Shelton ist dran an Scoot. Oh, Cam Thomas, schwierig. Hui, macht der rein. Okay. Cam Thomas, der kann die schwierigen Dinge. Jetzt hier Stevie Mensah. Ei, wollte ich eigentlich noch mehr zum Korb ziehen. Naja. Der ist nicht drin. Shelton. Shelton in Sachen Dribbling macht er das stark. Shelton. Baxter Nwelika. Kriegt den Screen. Baxter Nwelika gibt den ab. Nochmal weitergegeben. Murphy muss den jetzt nehmen. Murphy mit einem schnellen Release. Bevor da die Defense da sein kann, macht er den. Stark gemacht von Murphy. Ja, Murphy auch hier. Und Murphy mit dem nächsten Steal. Murphy mit dem nächsten Steal. Ja, wir gehen das lieber ruhig an. Muss ja nicht alles schnell sein. Mario Wilson mit dem Screen. Gary Baxter. Nwelika macht ihn rein. Was für ein Spin. Schaltet damit einfach zwei Gegenspieler aus. Wunderbarer Layup hier von Gary Baxter Nwelika. Ist gut jetzt hier. Cam Thomas. Der ist nicht drin, ne? Gary Baxter Nwelika, der Ball jetzt hier auf Murphy. Den macht er. Ganz schwierig, den Ball zu nehmen von Murphy. Murphy hier. Nimmt er und macht gleich mal den Dreier rein. Was für eine Aktion. Murphy zeigt all seine Qualitäten, die er hat. Schwierig. Super Kickout. Super Kickout. Stark. Stark von den Trailblazers, muss man einfach sagen. Minute 3 gehen wir mal in die erste Simmo-Phase. Shelton. Murphy. Nwelika. Gibt er den nochmal ab? Haben nicht mehr viel Zeit. Der Fake. Der muss jetzt irgendwas probieren. Der geht rein! Woo! Woo! Okay. Murphy hat Bock. Der hat mal eben ganz entspannt 10 Punkte gemacht. Murphy hat richtig Bock. Also noch merken wir nicht ganz stark, dass Pennington fehlt. Boah, Murphy mit dem nächsten Steal. Murphy mit dem nächsten Steal. Ne, den nimmt er nicht direkt, das wäre auch ein bisschen wild. Aber jetzt stell ihn in den Block, komm. Stell ihn in den schönen Screen. Der geht da rein, der geht da rein. Murphy, der macht ihn. Der macht ihn, der macht ihn. 12 Punkte für Murphy. Im Murphy Hype gehen wir aber jetzt mal in die Simmung Richtung Ende zweites Viertel. 13 Punkte Vorsprung, das sieht sehr gut aus. Murphy hat übrigens 24 Punkte. Damn. Was spielt der bitte für eine Partie? Der Screen kommt. Und den macht er auch rein.
Den macht er auch rein. Der war high, high, high contested, aber den macht er rein. Kein Problem für ihn. 26 Punkte hier. Auf dem Weg zum All-Time-Game oder was für ihn? Boah, ich gehe zu früh hoch. Ja, Foul. Aber egal. Lieber nehmen wir das Foul, als dass er da vorbeikommt. Ah, gut, den Ball nochmal abgegeben. Der Wurf war contested. Der ist am Ende hier bei Mensa. Gary Baxter Nuelika. Und Mensa mit dem Screen. Mensa könnte ihn jetzt fast schon nehmen. Nein. Pick and Roll oder was? Murphy nimmt den selber. Oh, hat der einen Touch. Hat der gerade einen wahnsinnig krassen Touch hier. 28 Punkte. Also Murphy, der spielt gerade das Spiel seines Lebens. Er könnte hier in der ersten Halbzeit 30 Punkte haben. 30. Der ist ja auf dem Weg wirklich zum Career-High in Sachen Punkten in den Playoffs. Mal gucken, wie weit man das treiben kann mit ihm. Boah, das geht so einfach. Boah, die nehmen den Kickout. Treffen den, okay. Wild. Wild, wild. Jetzt könnte vielleicht Wilson kommen. Auf der Suche nach dem Dreier jetzt hier. Boah, das war ein starker Pass. Und der geht rein. Ganz starker Pass von Shelton mit seinem 6. Assist. Also auch Shelton hier mit 6 Assist richtig stark. Scoot Henderson gibt den ab. Turner. Der Ball. Ui, starker Fake. Und am Ende ist der Ball bei uns. Am Ende ist der Ball bei uns. Und jetzt haben wir Murphy. Machst du ihn bitte? Murphy. Uhuhuhu. Oh mein Gott. Wer soll bitte gerade Anthony Murphy stoppen? Wer soll gerade Anthony Murphy stoppen? Wahnsinn. Oh, die Antwort ist die Freiwurflinie. Die stoppt Anthony Murphy. Und jetzt hier, Cam Thomas. Hopkins. Ja, gut freigelaufen, contested, unser Ball. Und jetzt könnte der Ball auf Harrison. Murphy. Murphy kommt da gut vorbei. Murphy probiert's. Murphy macht den nächsten. Anthony Murphy ist sowas von on fire. Der war in seiner Karriere noch nie so on fire wie in diesem Game hier. Wir sind 21 Punkte vorne. Timeout, die nutzen wir. Die nutzen wir für die Summe. Wir gucken mal. Boah, ich glaube... Jetzt sieben. Warte mal. Wie viele Punkte hat wer? Baxter Nuelika ist hochgeschossen auf 37 Punkte. Wahnsinn. Gehen wir nochmal rein hier bis hin im zweiten Viertel. Baxter Nuelika hat echt 37. Also es sind Murphy und Baxter Nuelika, die komplett eskalieren. Und Baxter Nuelika eskaliert komplett 39. Wow. Gary Baxter Nuelika. Wir haben uns ja vorhin die Frage gestellt, kann er das übernehmen, was Pennington hinterlässt wegen der Verletzung? Antwort ist definitiv ja, der kann das übernehmen, was Pennington zeigt. Heiter. Ah, das geht so einfach. Das geht so einfach. Gary Baxter kriegt den Ball. Oh, darf einfach davonziehen. Was machen sie denn da? 41. Er droppt 41 Punkte. 41 Punkte droppt er gerade. Gary Baxter Nuelika, wild. Und jetzt hier Double Team. Scoot Henderson. Hätte er schneller gewaltet, wäre da was drin gewesen. Shelton versucht, es klappt nicht. Scoot Henderson. Ja, Scoot Henderson macht ihn nicht rein. Wilson. Der Ball auf Gary Baxter Nuelika. Ui, der wäre auch wild gewesen. Na gut, gehen wir nochmal weiter hier. Gucken mal kurz. Jetzt will ich aber wissen, ob wir auf dem Rekordkurs. Ey, der hat 46 Punkte. Wir gehen hier noch rein, auch wenn das Spiel entschieden ist. Das ist, der kann über 50 droppen. Das will ich schon miterleben, Leute. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich will das miterleben, wenn er hier irgendwie 50 oder gar 60 droppt. Auch wenn das Spiel hier vielleicht schon entschieden ist. Boah, jetzt hier Hopkins. Henderson. Eiter. Eiter jetzt hier. Boah, setzt sich gut durch, muss man sagen. Hat sich aber verletzt.
hat sich anscheinend verletzt, Alter. Und jetzt kann hier eben Baxter Nick einfach davonziehen. Ui. 48. Ein Bucket noch und er hat die 50 geknackt, Leute. Ein Bucket noch. Einen. Wir werden ein bisschen in die Rotation gehen. Draymond Looney. Lassen wir Xavier sogar drin. Wobei, nein, nein, nein. Draymond Looney kommt rein. Adams kommt rein. Und hier lassen wir sogar Harrison. Hawkins. Wir lassen Hawkins zocken. Aber Murphy und Baxter und Nika sollen draufbleiben. Die sollen draufbleiben. Weil die sollen ruhig gucken, wo es hingehen kann. Ich meine, Murphy könnte die 40 droppen, was für ihn persönlich krass wäre. Baxter Nika könnte die 50 droppen. Ich wiederhole, 50 in den Playoffs. Boah, schwierig. Starke Defense nochmal von Adams. Macht er stark jetzt hier Draymond Looney. Chevion. Oh, was macht Chevion jetzt noch drin? Wollte Gary Baxter Nedica natürlich noch drin haben. Ja, kurz den Timeout, dass der wieder reinkommt. Da haben wir ihn jetzt eben wieder mit dabei. Oh. Gary Baxter Nedica. Mit dem Fake. Na, und dann macht er die 50. Wir haben offiziell 50 Punkte von Gary Baxter Nedica. Hat einfach mal seine Trikotnummer hier gedroppt. 9 Punkte im letzten Viertel. Scoot Henderson. Trifft den nicht. Da geht heute eher wenig. Draymond Looney. Draymond Looney hat jetzt hier gegen Dudley das Ding. Hawkins. Er könnte jetzt Adams helfen. Adams hilft. Können wir nochmal einen reinmachen? Ja, schönes Ding. Schöne Alley-oop-Anspiel. Es gibt hier nochmal ein paar Highlights. Es gibt hier nochmal ein paar Highlights. 4 Minuten noch. 4 Minuten haben wir noch. Scoot nimmt einen aus der Bewegung. Macht ihn nicht. Jetzt hier Murphy. Baxter Nwelicka mit dem Fake. Gary Baxter Nwelicka macht den nicht rein. Schade. Ah, Foul von Murphy. Erstes, also kein Problem, okay. Er hat auch 38, der wird sicherlich auch noch die 40 scoren wollen. Ich weiß gar nicht, was Franchise-Record bei den Warriors ist, aber Gary Baxter Nwelicka könnte heute einen aufstellen. Weil Wilt hatte zwar in der Regular Season die Zahlen der Zahlen, aber in der Postseason nicht. Also da hat er jetzt nicht die ganzen Rekorde. Da sind es eher Jordan und Co. Was für ein Pass! Also wenn man so bedient wird, ist es natürlich auch genial. Wenn man so bedient wird, ist das natürlich genial. Ich bin gespannt, wo Baxter Nwelicka noch landet. Ist gut. Gegen Hawkins. Macht er nicht schlecht. Hawkins stört aber gut. Er hat alles versucht, was gegen Hawkins. Alles halb so wild. Lass mir mal Dings noch floppy laufen. Boah, Murphy kriegt den. Murphy macht den nicht. Das war nochmal der Wurf für die 40 eigentlich, Kollege. Das war der Wurf für die 40 für Murphy. Thomas. Cam Thomas. Macht ihn nicht rein. Sie holen sich den Rebound, aber am Ende ist der Rebound sogar bei uns stark. Also wir geben nicht nach. Gary Baxter Nwelicka. Ui. Ja, man will es natürlich ein bisschen, aber der geht nicht. Schöner Contest nochmal. Baxter Nwelicka holt sich hier sehr, sehr entscheidend nochmal den Rebound. Gary Baxter Nwelicka. Gary Baxter Nwelicka. Gibt den ab. Ui, Steal von Cam Thomas. Steal von Cam Thomas. Ui, sorry Mülleimer. Starker Einsatz aber gerade und es gibt eine Timeout. Und der nächste Verletzte. Der nächste Verletzte bei den Trailblazers. Was geht denn bei denen? Die haben auch gerade maximales Verletzungspech. Wer ist jetzt... Ist das Scoot, der raus musste? Nee, oder? Nee, Scoot müsste... Doch, der ist hier, genau, wollte gerade sagen. Keine Ahnung, wer da gerade verletzt raus musste. Der ist nicht drin. Jetzt haben wir Murphy. Den nimmt er nicht.
Gary Baxter Nwelika wird gedoppelt. Der Ball zu Harrison. Macht er rein, stark. Macht er rein, Harrison. Kriegt Baxter Nwelika nochmal einen Assist. Sind natürlich alle nochmal ein bisschen rotiert worden jetzt hier. Scoot Henderson. Mika Aita. Der verletzte Mika Aita macht den rein. Und das ist ein riskantes Ding, aber der kommt durch. Der kommt durch. Quarterback Pass hier. Stark. Stark einfach. Dieser Assist, der war wild. Na, das ist unser Ball. Es gibt einen, der will noch seine 40 eigentlich. Aber Baxter Nwelika will noch mehr. Ui, der geht nicht rein. Ich dachte eigentlich, der wird reingehen. Ist gut. Jetzt haben wir hier den nächsten, Peters. Und jetzt hier Thomas. Dudley. Boah, harter Contest, stark. Gary Baxter Nwelika gegen Scoot Henderson. Solltest du dich eigentlich durchsetzen? Boah, mach das nicht. Mach das tatsächlich nicht. Boah, Mensa, ein bisschen hart. Na gut, gleich haben wir noch eine Chance. Haben wir gleich nochmal zu punkten. Da werde ich versuchen mit Baxter Nwelika oder mit Murphy. Gucken wir mal, ob wir einen Floppy Play vielleicht hinkriegen. Mika Aita. Ja, der Ball ist bei uns. So, gucken wir mal. Dass wir da vielleicht nochmal einen Dreier hinkriegen mit Baxter Nwelika. Das wäre doch schön. Hätte er 57 am Ende. Das dürfte absoluter Franchise-Record sein. Ne, droppt er tatsächlich nicht. Schade. Er bleibt bei 54. Aber hey, das ist eine unglaublich respektable Zahl, die er da auflegt. Übrigens schlagen wir einfach mal die Trailblazers mit. Hey, die nehmen den noch. Dann nehme ich eine Timeout und dann hole ich mir auch nochmal einen Wurf. Dann hole ich mir auch nochmal einen Wurf. Das war respektlos, Trailblazers. Grüße gehen raus an ich nicht. Aber diesen letzten Wurf hier zu nehmen? Nee, nee, nee. Dann kriegt er den hier. Dann kriegt er den hier. Okay. Okay, Baxter Nwelika hat 56. Und geht da nochmal hart ran? Ui, sogar nochmal ein Foul. Sogar nochmal ein unnötiges Foul. Okay. Das war eigentlich so nicht geplant, das Foul. Kriegen wir noch ein Bucket hin? Hier nochmal so einen komplett wilden Bucket hin. Boah, schade. Naja, wir gewinnen 132 zu 99. Dieser Mann hier hat die Nacht seiner Nächte erlebt. Ich meine, Murphy war derjenige, der eigentlich auf dem Weg war, irgendwas komplett Brutales hinzulegen. Dieser Mann hier. Und dann kommt einfach Gary Baxter Nwelika und droppt einfach 57. Oder waren es 54 im Moment? Er hat 54 gemacht, ne? Oder ist der 3er? Ich weiß gerade nicht. Anthony Murphy ist Player of the Game? What? Wie geht das denn? 56 bei Baxter Nwelika. Ich meine, er droppt 56 Punkte und ist nicht Player of the Game. Ja gut, Murphy hat 6 Steals. Und war effizient. Also, der war wahnsinnig effizient. Wow. Also, jetzt skalieren wir das mal hoch. Wenn er 38 Würfe nimmt, bei der Effizienz, dann schlägt er den Jordan-Record. Wahnsinn. Zumindest theoretisch, ne? Aber Wahnsinn. Auch hier Shelton, 11 Assists. Mensa, 13 Rebounds. Wilson, Double-Double, 2 Blocks. Stark. Thomas, ordentliches Game. Scoot, nicht ganz so stark. Aita und Co. Es sollte nicht sein hier für die Trailblazers. Es sollte für sie nicht sein. Wir schlagen sie und holen uns Game 1. Und jetzt gucken wir natürlich einmal Social Media. Neuer Teamrekord. Neuer Teamrekord in den Playoffs. Ne, wo haben wir das denn? Müssen dann zu unserer Geschichte gehen. Liga-Geschichte, Teamrekorde. Ich meine, hier wird niemand Will Chamberlain kriegen, aber... er hat ausgeglichen. Ah, schade. Jetzt finde ich es umso tragischer, dass er nicht noch einen Punkt mehr hat. Ah, schade. Er hätte den Will Chamberlain-Rekord nicht nur egalisieren können, sondern sogar knacken können. Rick Barry, Will Chamberlain, Sleepy Floyd. Ah, knapp, knapp. Aber Respekt. Ich meine, überleg mal, 1962.
1962. Unglaubliche, unglaubliche 76 Jahre später kommt Baxter Nwedeka und kommt endlich mal an die Zahlen von Wilt ran. Wow. Einfach Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Bei den Korb-Erfolgen nicht ganz. Verwandelte Dreier kommt auch erstmal niemand an die ran. Wobei Wilson, 8 Dreier, schau an. Freiwurf-Erfolge, Baxter Nwedeka hatte schon mal 15. Alter, Gary Baxter Nwedeka ist rein scoring-technisch schon eine absolute Legend. Einfach nur der Wahnsinn. Einfach nur der Wahnsinn. Das waren legendär, Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann gegen die Trailblazers im Duell. Das wird auf jeden Fall eine nice Serie. Wobei, warte. Noch nicht abschalten. Das wollte ich mir nämlich angucken. Denn wir haben hier Mika Aita, der 2 bis 4 Wochen raus ist. Und Jesse Turner 4 bis 6 Wochen. Also, sie sind nicht raus, aber sie sind verletzt und damit angeschlagen. Das ist gut für uns. Das ist für uns gut. Schlecht ist, dass Pennant noch nicht mit dabei ist. Also bei uns wird Pennant tatsächlich, wie lange fällt denn der aus? Au! Das sehe ich jetzt erst. Überdehnung der linken Schulter hat er für den Rest der Season. Da kann man aber nur hoffen, dass es im Laufe der Zeit irgendwann weniger schlimm wird. Aber es könnte sein, dass wir Pennant auch nicht mehr in den Playoffs sehen. Okay. Das habe ich so gar nicht wahrgenommen in der letzten Folge. Okay. Aber gut, das gehört leider dazu, auch wenn es Nervverletzungen. Avalosh meldet sich fürs Erste ab. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie fandet ihr die kranke Leistung von Gary Baxter Nwedeka? Einmal in die Kommis ballern. Ich melde mich ab und bye bye.